Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei OctoTV. Ich bin's, der Jojo, und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge unseres Let's Play Mountain Blade Bannerlord. Hier mit Obo, hier mit Jojo, eben mit dem Clan Katar und dem Königreich, dessen Schwanz vor ein paar Folgen abgehackt wurde. Aber gut, sei es drum. Wir sind back in the game und zwar genau hier. Und genau, da will ich jetzt mal ganz kurz mein ganzes Gepäck loswerden. Denn wir haben viel zu viel Zeug. Okay, Marunat kann uns kaum was abnehmen. Das heißt, wir müssen woanders hin. Ja, das stand ja gerade auch noch unter Belagerung. Ein Lösegeld. Wir werden belagert in Kranirok. Da will ich ja hin. Aber eigentlich könnten wir auch eine Armee erstellen, bevor uns der Typ weiter abflöten geht. Zu Cassius. Genau, gut, komm mal in unser Ding. So, wir handeln. Und zwar ich und G3D. Und dann handeln wir noch das und. Oh. Hey, was war das? Nochmal zurück. Abka. Geht's bei der Fisch. Das weg. Und was haben wir hier? Zwei Hände. Zwei Hände begabt. Nochmal die Axt weg. Und diese Chirrit. Legendäre Wurfspieße. Naja. Können wir mal gucken, was wir mit den Dingern noch anfangen können. Die könnte ich ja eigentlich auch mal benutzen. Spannend wäre es ja. Aber gut, sei es auch wieder drum. 20k hat der Ort noch. Nehmen wir den mal ab. 50k wären eine schlechte Zahl, nämlich einen Haufen Tribut. Gut. Sargos hat irgendeine Nachricht. Kranjebach besteht unserer Herrschaft, das wissen wir. Nicht mehr lang, wenn wir uns nicht beeilen. Das heißt, wir gehen jetzt dahin. Genau, und dann schauen wir mal, wie viel Mann uns da entgegenkommen. 100. Ja. If you please, stop. Ciao, Kakao. Ergebt euch oder kämpft. Ja. Ihr seid meine Gefangenen. So. Ich habe zu viel Gefangene. Macht nichts. Kann ich mich drum kümmern? Gibt ja bestimmt einen Haufen Useless-Gefangene. Ja, da sind wir schon. So. Dann gehen wir jetzt mal nach Fintolk. Ah, wobei ich in Kranirok eigentlich die Garnison verwalten müsste. Da muss jetzt mal. Britannianischer Hochgeborener Krieger rein, so sieht's nämlich aus. Und dann gehen wir nach Fintolk. Was ist jetzt Remtol? Wird schon wieder angegriffen. Naja. Dann gucken wir, dass wir in Remtol vorbeischauen und uns da wieder drum kümmern, was da so abgeht. Truppen. Ja, da gibt der Bogenschütze. Ja, was soll's. Auf nach Remtal. Da haben wir genug. Ehrlich. Kein Lösegeld. Keinen von euch. Vanirok wird belagert. Dann müssen wir uns kurz ums Zeitraum kümmern. Das war hier einlocken. Nee. Gut, spielen wir das kurz. Let's go. Oh, da seid ihr ja schon. Follow me. Yeah, Sergeant, take command!
Shoulder to shoulder. Bowman, soldier, move, move, forward, riders, archer, move, stand apart. Infantry, make us footmen. Forward, forward, move. Was ist mit euch los? Ihr sollt nicht so eine Riesenreihe machen, ihr sollt euch einfach nur hier hinbewegen. Eieiei. F6S. Junge, Junge. Die anderen Bogenschützen hier rüber. Footman! Forward! Move! Move! Ja, ich glaube, die greifen an. Move it! Avalanche! Archers! Move! Bewegt euch mal hier rüber, ihr Bogenschützen. Wir auch noch da oben aufbauen können. Nice. PJ Schlachtwurm. Okay, mein Gefangener, mein Gefangener. Mein Blut von 17 auf 49, das ist cool. Wir haben dann den Highborn Warriors, die wir nehmen können. Imperialer Schwerer Reiter und ein Equus. 35 Level Ups. Tagesträger raus, weg bis rein. Und Feuerspunster, aber scheiß drauf. So. Fremdteil verteidigt, ab nach Kranirock. Was haben wir im Clan? Können wir da noch ein paar Trupps machen? Neuen Trupp erstellen, Sora. Mach dir mal einen Trupp, Mädchen. Könnte er in meiner Armee jetzt eigentlich auch? Die sind noch zu schwach, sich einer Armee anzuschließen. Wir wollen möglichst schnell jetzt nach Kranirock, bevor diese Burg erobert wurde. Er greift noch nicht an. Gut, jetzt greift er an.
Wie viele Leute sind da noch drin? Zwei Verletzte. Okay, jetzt laufen wir hin. Und gehen den Verteidigern beiseite. 45 Mann könnten ihr Leben verlieren. Ja. 45 Mann haben ihr Leben verloren, aber wir helfen Ranirok. Boah, eine Sekunde wäre das noch fertig gewesen. Naja. Schauen wir mal, was wir reißen können. So. Sieht es doch vernünftig aus. Erhöhter Nahkampfschaden. Verringerter Moralschock. Erhöhter Nahkampfschaden. Okay. Let's go. Die Schlacht bei Nacht. Ja. So. Oh je. Yeah. Bogenschützen noch ein Löcher. Was geht schon? Platt. Leute, macht sie platt. Bogenschützen, Moorhuhn. Ja, egal, ich hab den Hinteren getroffen, obwohl ich den vorne treffen wollte. Mein Backstep. Backstep. Was anderes. Backstab ist was anderes. So. Weiter. Feuer. Die werden gefährlich. Die Armbrust sitzen. Auf die habe ich keinen Bock. Pfeiler. Jetzt noch welche, aber egal. Können wir weiter ohne Probleme schießen. Ja. Noch ein Schuss. Oh, weiter Wildtauern. Bist da? Nee, auch nicht. Ich. Und dich. Hey, du hast wieder keinen Bogen. Ah, das war ein Hero. Feuer frei. Alter, meine Bogen für zu räumen, aber auch gut auf, muss man sagen. Die ganze Zeit schön gemütlich gekillt. Ich denke, jetzt würden die kämpfen. Gedacht. Ey, der rennt da weg, wie? Was soll das? Ah ja, da kommt ein Nachschub von denen. Zeit für die andere Flanke jetzt, oder was? Ja, alles weggeräumt hab. Und ich euch halt weg. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Und weg mit dir. Okay, du bist jetzt aber da. Ja, nein. Schnell, F12 was. Wird da irgendwas oder? Ah. Ich bin da rein, weil. Wieder rein dann. Ah. Wir sind mit dem Rambock da. Wir sehen, wie viele noch stehen bleiben. Wir machen mal Kopfschuss.
losjagt. Guck mal, goldener Helm. Noch ein goldener Helm. Da ist noch ein goldener Helm. Und da ist noch ein goldener. Mit dem Schulterblatt, aber egal. Wir versuchen, die trotzdem zu machen. Aber an die goldenen Schulterplättchen zuerst. Schulterblättchen. Oh, ein goldener Helm. Dathalion. Dathalion. Der Anführer. Goldener Helm ist schon wieder OP. Hier rasieren die auf jeden Fall richtig gut weg. Oh. Da hinten wird sich geprügelt. Kommen wohl mit Leitern oder so. Oh, da drin sind sie auch. So. Ich schieß mal da rein. Hier, zwei. Okay, okay. Wir haben ein paar Pfeile. Oh. What the fuck? What the fuck, T? Ich bin kaputt. Ja, ich krieg keine Chance hier, aber. Ja, ich hab grad Erfahrungsklappen machen. Nice. Die hochgelaufen sind, sind halt lost. Okay. Gucken wir mal, ob wir einen da hinten treffen. Ich treffe noch einen, komm. Einer noch. Nichts was. Aber schade. Guter Kampf. Ihr seid alle meine Gefangenen. Ja, 400 davon, nicht schlecht. 21 Level Ups. Mattierter Lederumhang. Sieht da richtig soldatisch aus mit dem Ding. Vorher sah er ja cool aus. Wir machen nochmal alles. So. Ja, nach Kraniok. Jetzt gehen wir mal kurz ins Verlies. Verwalten noch die Gefangenen. Alle rüber. Alle. Wirklich. Eieieiei. Das sind viele. Genau, weil den Rest habe ich dann. Und die könnte ich dann nach Kraniok bringen. Ne, nach Weicheck meine ich. Aber ja, das werden wir wohl nicht mehr in dieser Folge tun. Erstmal Armee auflösen noch schnell, dass der wieder free ist. Und hier könnte ich die Garnison verwalten. Krieger-Veteran noch rein. Nicht so alleine fühlt. Und Asi Blutaxt kann hier wieder verwalten. Miliz ausbilden. Aber ja. Erstmal
Aber Festlandspiele. Erstmal sinnvoller sind. Ja. Aber wie gesagt, alles andere dem widmen oder allem anderen, dem widmen wir uns beim nächsten Mal. Denn an dieser Stelle war es das schon wieder. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr mit dabei wart und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann tut das doch, indem ihr einfach dieses Video liked, dann abonniert den Kanal und dann seid ihr informiert, wenn ihr die Benachrichtigung aktiviert, wann es hier weitergeht und wie und was wo am Start ist. Ich habe mich auf jeden Fall wirklich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Bis dahin wünsche ich euch dann nur das Beste wie immer. Haut rein und see ya von mir, dem Jojo und dem Obo. Ciao, ciao.